Solar für alle. Oder etwa doch nicht? In einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist das eine bauliche Veränderung. Wenn es ein bisschen einfacher wäre, wäre einfacher. Es soll immer einfacher werden und immer mehr Städte und Gemeinden fördern sogar die sogenannten Mini-PV-Anlagen. Das Ziel ist erstmal grundsätzlich die Teilhabe an der Energiewende für alle zu ermöglichen und auch Mieterinnen und Mieter zu befähigen, hier einen Beitrag zu leisten. Max will wissen, können wirklich alle, ob Eigentümer oder Mieter, an der Energiewende teilhaben? Solarpanels auf Dächern sind ein gewohnter Anblick. Doch auch an Balkonen oder auf Garagen lassen sich Photovoltaikmodule montieren. Jede 10. neue Anlage ist eine sogenannte Mini-PV-Anlage mit einer Leistung von weniger als 1 Kilowatt. Damit können auch Bewohner ohne große Flächen Strom erzeugen. So wie Joschka Klar aus Wora bei Marburg. Seit einem Jahr zieren 2 Photovoltaikmodule seinen Balkon. Und da habe ich gedacht, bevor ich da jetzt 1000 Euro investiere, probiere ich das erstmal aus. Dann habe ich mir das gekauft und gedacht, Mensch, das funktioniert ziemlich gut. Nachmittags, wenn ich nach Hause komme und Sonne scheint, so wie jetzt, ich gucke Fernsehen, Kühlschrank läuft, der Staubsauger lädt. Und siehe da, ich speise immer noch dann Strom ein ins Netz. Und da denke ich, ist schon ein schönes Gefühl, wenn man sich überlegt, dass das jetzt alles die Sonne produziert, mein Strom im Haus. Und unterstützt bei seinem Vorhaben hat ihn Harald Rabe, einer von vielen ehrenamtlichen Helfern in Hessen, die Interessenten in Initiativen beraten, Sammelbestellungen aufnehmen, um die Anschaffung so günstig und einfach wie möglich zu machen. Der Schreinermeister möchte mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit seinen Beitrag zur Energiewende leisten. Ich habe irgendwann gemerkt, das ist eine ganz tolle Geschichte. Man macht sich selber den Strom, man verbraucht den selber, man hat ganz geringe Investitionskosten und es macht sich auch finanziell gleich bemerkbar. Die kleinen Anlagen bestehen aus 1 oder 2 Solarpanelen, einem sogenannten Wechselrichter, der den produzierten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, und einem Stecksystem für den Anschluss ans häusliche Stromnetz. Maximal dürfen 600 Watt erzeugt werden. 2 Module kosten mit Befestigungsmaterial und Wechselrichter rund 600 Euro. Bei einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde hat sich die Anlage nach knapp 3 Jahren amortisiert. Letztes Jahr war die Nachfrage gigantisch und dieses Jahr zeichnete sich das Gleiche nochmal ab. Zudem ja auch die Mehrwertsteuer in diesem Jahr auf 0% runtergesetzt ist. Also die Anlagen sind günstiger nochmal. Die Anlagen sind wartungsfrei und auf eine 20-jährige Laufzeit ausgelegt. Auch wenn keine offizielle Genehmigung erteilt werden muss, kleine Solaranlagen müssen bei der Bundesnetzagentur angemeldet werden und auch das örtliche Versorgungsunternehmen sollte informiert werden. Dafür zahlen viele Städte und Gemeinden in Hessen einen Zuschuss für die Mini-PV-Anlagen. Zum Beispiel der Schwalm-Eder-Kreis fördert mit bis zu 200 Euro, Marburg bis zu 250 Euro. Der Main-Taunus-Kreis mit 100 Euro pro Anlage. In Wiesbaden gibt es 300 Euro. Und Darmstadt bezuschusst Mini-PV-Anlagen mit 50%. Einer, der von dieser Förderung profitiert hat, ist Udo Meyer aus Darmstadt. Die beiden Module auf seinem Gartenhaus haben sich bereits amortisiert. Die Gesamtkosten ohne Zuschuss waren knapp 700 Euro. Und die Stadt hat 50% dazugegeben. Das heißt, ich habe 350 Euro für diese beiden Paneele bezahlt. Ab heute oder ab gestern oder ab dieser Zeit kommt die Sonne wieder hoch genug und dann wird richtig produziert. Wie gesagt, gestern waren es 3 Kilowatt. Und wenn ich jeden Tag 3 Kilowatt produzieren würde, das ganze Jahr über, dann würde ich mit dieser Produktion innerhalb von einem Jahr diese Anlage amortisieren. Strom, den er zu viel produziert, wird ins Netz eingespeist. Vergütet bekommt er den allerdings nicht. Dafür wäre der bürokratische Aufwand zu hoch. Patrick Voß, der für den Klimaschutz in Darmstadt zuständig ist, möchte möglichst jedem Bewohner die Teilhabe an der Energiewende ermöglichen. Das Ziel ist einfach, so schnell wie möglich da voranzukommen. Und ja, Photovoltaik ist wirtschaftlich. Es ist aber trotzdem immer gut, wenn es weitere Anreize gibt, dass wir hier schneller vorankommen. Wir haben so viel Potenzial und so viel ungenutzte Dächer in Darmstadt. Gerade für Mieterinnen und Mieter sind die Balkonmodule eine ganz spannende Möglichkeit, den Energiebedarf sozusagen über Photovoltaik zu decken.
Die Nachfrage nach der Förderung ist hoch. Doch gerade mal 10% aller Anträge sind bisher von Mietern eingegangen. Die große Mehrheit sind Eigentümer. Dann ist es natürlich auch so, dass es natürlich für Mieterinnen ein paar Dinge zu berücksichtigen gibt. Es braucht das Einverständnis des Vermieters. Unter anderem muss vielleicht auch noch ein Einverständnis von der Wohnungseigentümergemeinschaft eingeholt werden. Das dauert ein bisschen. Es muss also nicht nur das Einverständnis des Vermieters gegeben sein, sondern auch eine Mehrheit der Wohnungseigentümer vorliegen. Denn die Fassade gehört zum Gemeinschaftseigentum. Wir sind in Heusenstamm. Bernd Kreuzberger, Vorsitzender dieser Wohnungseigentümergemeinschaft mit 284 Wohneinheiten, erklärt uns, dass mindestens 143 Eigentümer zustimmen müssen. Eigentlich müsste diese Hürde quasi vom Gesetzgeber aufgeholt oder aufgehoben werden, indem das WEG, also das Wohnungseigentumsgesetz, dahingehend geändert wird. Wie anders wollen wir denn die Ziele von Minister Habeck erreichen? Kreuzberger rechnet uns vor, wenn nur 100 Einheiten mitmachen, könnte dieses Haus durchschnittlich 200 Kilowattstunden Strom pro Tag erzeugen. Nur, wie sieht das aus? Hier äußert Willi Sterzig, Eigentümer einer Wohnung dieses Komplexes, große Bedenken. Wissen Sie, wir haben hier bestimmte Vorgaben. Jetzt muss man sich vorstellen, so ein Haus hat Fronten und die Balkone. Und jetzt stellen Sie sich vor, gefleckt wird dort diese Anlage, diese Solaranlagen installiert. Und das gibt ein Flickwerk ohne Ende. Es sieht nicht schön aus. Fazit: Mini-PV-Anlagen. Eine tolle Möglichkeit, einfach und kostengünstig eigenen Strom herzustellen, die nahezu zu jedem Haushalt passt. Wenn auch die letzten bürokratischen Hürden noch abgebaut werden, kann bald jeder seinen Teil zur Energiewende beitragen.